Ganz oft bekommen wir auch die Frage gestellt, welche Wallboxen werden eigentlich am liebsten gekauft und warum? Wir sind Caro Fahrentholz und Nico Calabrese und wir stellen euch heute unsere drei Kundenlieblinge online vor und was die alles können. Die drei Kundenlieblinge in unserem Online-Shop heißen ABL EMH1, der Go E Home Fix und die EV-Box LV-Ladestation. Alle drei haben ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass sie so beliebt sind. Im Kern unterscheiden sie sich so. Die ABL ist dafür da, dass du einfach und sicher laden kannst. Der Go E-Charger hingegen ist ursprünglich eine mobile Ladestation gewesen, oder es gibt quasi zwei Varianten, einmal in mobil und einmal in Home Fix. Das ist unser Testsieger von Stiftung Warentest und ADAC bestätigt. Zu guter Letzt haben wir die EV-Box LV. Das Besondere an der ist, dass sie auch eine super smarte Wallbox ist, kommt direkt mit App. Und das Besondere an dieser Ladestation ist der modulare Aufbau. Das heißt, ich habe eine Docking Station an der Wand, die Ladeeinheit kann ich ganz einfach draufstecken und das Ladekabel kann ich auch ebenfalls ganz einfach austauschen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie unterscheiden sich die Ladestationen denn preislich voneinander. Fangen wir mal an. Bei der einfachen Ladestation, der ABL EMH1, sind wir so ungefähr bei 600 Euro, wo die Station anfängt. Gehen wir mal über zu unserer smarten Ladestation, zu EV-Box LV. Eben weil es da Zusatzfeatures gibt, die diese Smartheit ermöglichen, sind wir hier etwas teurer, ungefähr bei 800 Euro beginnt hier der Preis. Unser Go E, auch wieder im unteren Segment, sehr gute Preis-Leistung, beginnt bei um die 600 Euro. Gehen wir zum nächsten Punkt, Look and Feel. Schauen wir uns mal das Gehäuse aller Ladestationen an. Ist bei allen Ladestationen jetzt wirklich sehr gut verarbeiteter Kunststoff, der hier verwendet wurde. Das sind auch Ladestationen, die, da muss man keine Angst haben, die sind alle mindestens vom Sicherheitsgrad IP54. Heißt, ich kann sie auch draußen aufhängen oder auch draußen verwenden, diese Ladestationen. Schauen wir uns mal noch kleinere Unterschiede zwischen den Stationen an. Beim Go E habe ich immer eine Steckdosenvariante. Während ich bei der EV-Box LV, sagen wir, etwas variabler unterwegs bin, ich kann hier wählen zwischen einer Steckdosenvariante oder einer mit fest angeschlossenem Kabel, wie wir es hier sehen. Bin auch etwas bunter unterwegs, ich kann mir einmal eine weiße oder einmal eine schwarze Ladestation aussuchen. Die ABL EMH1 kommt immer in schwarz. Ich kann hier aber auch wechseln zwischen fest angeschlossenem Kabel, wie hier, oder einer Steckdose. Was auf jeden Fall noch erwähnenswert zu jedem Modell hier ist, die LV besticht immer durch ihre Modularität. Caro hat es vorhin schon ein bisschen erwähnt. Ich habe im Prinzip in dem Fall drei Bestandteile der Ladestation. Das Wanddock hinten, wo die komplette Leistungselektronik drin steckt. Das ist auch das, was vom Elektriker wirklich installiert werden muss. Alles andere, die Ladeeinheiten, das Kabel selber, kannst du aber auch selbst tauschen einfach. Beim Go E gibt es zu erwähnen, es kommt eine neue Variante, nennt sich der Go E Gemini. Steht dem alten, dem Testsieger in nichts nach, sieht sogar noch ein kleines Stückchen besser aus. Interessantes Feature, was man auch nicht unterschlagen sollte, gerade beim Go E. Sobald du lädst, siehst du den Ladeding, siehst du hier laufend und so weißt du auch direkt von außen, okay, die Ladestation lädt. Thema LED-Ding, vielleicht auch nochmal ganz interessant. Bei der LV, für den, der etwas rumspielen möchte, kann ich die Farbe dieses LED-Dings auch anpassen und ändern, wie ich möchte. Zu ABL, was es hier noch zu sagen gibt und nicht zu vergessen, bestimmt schon aufgefallen, hier ist ein kleines Schloss zu sehen. Ich habe hier ein Schloss, wo ich die Luke hier öffnen kann und auf wichtigste Sicherheitselemente zugreifen kann. Da ganz wichtig die Info, es ist jetzt kein Schlüsselschalter, mit dem ich den Ladevorgang beenden oder starten kann. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil, wie lade ich eigentlich? Im Kern sind alle drei Ladestationen ziemlich ähnlich. Allerdings unterscheiden sie sich insofern, dass die ABL EMH1 dir einfaches, sicheres Laden garantiert. Das ist perfekt, wenn du eine Garage hast und einfach nur losladen möchtest und keine weiteren Features brauchst. Andererseits kannst du, wenn du in einem Mehrfamilienhaus zum Beispiel bist oder in einer Tiefgarage, Parkgarage etc. und du den Zugriff auf deine Ladestation steuern möchtest, hast du die Möglichkeit, das über RFID oder über die App zu machen. Das geht bei beiden Ladestationen, beim Go E Charger genauso wie bei der EV Box. Das Besondere an der EV Box ist nochmal, dass die MID-konform ist. Das heißt, du könntest deinen Dienstwagen
abrechnen, also den geladenen Strom direkt an den Arbeitgeber abrechnen. Alle drei Ladestationen bekommst du mit 11 kW maximale Ladeleistung oder 22 kW. Das heißt, du kannst immer das Maximum aus deinem Auto rausholen. Kommen wir nun zu den inneren Werten. Fangen wir mal mit den Sicherheitsfeatures an. Alle diese Ladestationen, die ihr hier seht, haben immer auf jeden Fall schon eine DC-Fehlerstromerkennung integriert. Ist sehr geschickt, weil dann braucht ihr nur noch in der Vorinstallation einen recht kostengünstigen FI-Typ A. Das Coole ist aber, sei hier angemerkt, die ABL EMH1 hat auch diesen FI-Typ A sogar schon integriert. Das heißt, da braucht es gar nichts weiter, könnt einfach installieren. Kommen wir zum zweiten Punkt der inneren Werte, zu der Kommunikation. Hier gehen wir mal ein bisschen stärker auf diese beiden hier ein, weil das auch eher die smarteren Ladestationen sind. Gehen wir mal zu unserer LV. Da schaut es so aus, dass ich auch immer, die LV kommt immer mit WLAN, hat auch Bluetooth sogar die Station, wenn ich ganz nah mit dem Handy dran bin. Ein kleines Zusatzfeature, oder es gibt Varianten der LV, ist auch ganz cool, die einfach schon eine integrierte SIM-Karte haben. Hier auch, falls man denken könnte, oh Gott, kommen da jetzt Kosten auf mich zu oder ähnliches? Nein, da sind keine SIM-Kartenkosten, die für dich als Nutzer der LV anfallen. Kommen wir zu den Protokollen. Da ist die LV auch sehr zukunftssicher aufgestellt, weil sie auf den Elektromobilitätsstandard OCPP setzt und diesen auch komplett umsetzt. Kurz zur ABL EMH1 sei gesagt, es ist ja eher aus dem Bereich einfache Ladestation, hat aber auch über eine RS485-Schnittstelle Steuerungsmöglichkeiten über ein Buskabel. Das ist dann interessant, wenn ihr vielleicht in die Richtung PV-Steuerung gehen wollt. Da gibt es nämlich auch von ABL in Verbindung mit dieser EMH1 das EMS Home, mit dem ihr dann PV-Laden umsetzen könnt. Unser GoE-Charger kommt mit WLAN, wählt sich so ins Internet ein. Aber hier auch keine Angst, wenn mal kein WLAN da sein sollte oder wenn ihr an der Garage, wo er hängt, ihr kein WLAN habt, könnt ihr immer mit dem eigenen Hotspot der Ladestation euch auf die Ladestation einwählen und so die Ladedaten, die ihr braucht und ähnliches auslesen. Zum Thema Steuerung ist ganz cool beim GoE, der hat eine offene Schnittstelle, mit der man sich quasi selbst eine Steuerungslösung programmieren kann. Das hat er schon sehr lange und da gibt es auch schon ganze Communities an Leuten, die hier eigene Lösungen umgesetzt haben. Ganz viele Leute, die sich zum Beispiel selbst PV-Ladelösungen zusammen konfiguriert haben, auf Basis eben dieses GoEs. Da gibt es eine ganze Fangemeinschaft, die das schon nutzt. Wie installiere ich die Ladestation? Grundsätzlich gilt, immer vom Fachmann machen lassen. Wenn du keinen an der Hand hast, wir helfen dir gerne. Klick mal unten, da haben wir dir den Installationscheck hinterlegt. Grundsätzlich gilt, alle Ladestationen werden fix an der Wand installiert. Bei der ABL ist das relativ unspektakulär, einfach vom Fachmann machen lassen und gut ist. Bei der LV hatten wir ja schon mal den modularen Aufbau erklärt. Da kommt das Wanddock an die Wand und dann der Rest dazu. Ähnlich ist es beim GoE Charger, der hat eine spezielle Wandplatte, an die die Ladestation gehängt werden kann. So, ich hoffe, dir hat unser Video gefallen und du hast über die drei Ladestationen mit das Wichtigste mitnehmen können, was die so ausmacht, was sie so unterscheidet. Jetzt würde uns natürlich auch interessieren, hast du schon Erfahrungen mit diesen Ladestationen? Schreib es gerne in die Kommentare. Allgemein, wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da und ja. Abonniere den Kanal, denn damit hilfst du uns und wir können noch viele weitere solcher cooler Videos machen.